Hier ist alles ruhig. Er wird uns bemerken. Rühr dich nicht. Ich muss nur warten, bis sie sich zeigen. Dann schnapp ich sie mir. Kann ich den eventuell abschießen? Ich glaube ja, ne? Okay, falsche Richtung. Ich teste mal was. Und wenn wir ihn mit einem Geräusch ablenken? Kind, das ist eine sehr gute Idee. Warte mal. Tötet den Gegner, wenn er am Kopf getroffen wird. Ich teste was. Ich werde gleich wieder sterben, aber ich weiß ja jetzt, wo ich lang muss. Achso, nee, Hä? Was ist das? Weiter. Dem haben wir es gezeigt. Kann ich die Tür zumachen? Nichts. Okay. Da seid ihr ja! Nicht da lang! Wo sollen wir lang? Komm, lauf so schnell du kannst! Da! Die Mauer! Sie kommen! Schnell! Ich bräuchte ein bisschen Gras, das wäre ganz nett, wo ich mich verstecken könnte. Wir hätten nicht herkommen dürfen. Warum tun sie das? Sie glauben, dass wir das Böse hergebracht haben. Wir müssen hier irgendwie raus. Zieh und schiebe den Karren mit, warte mal. Ist das bestimmt wieder so ein Zeitding da? Rätseln hier. Gut, jetzt können wir raufklettern. Die Kette sieht nicht sehr stabil aus. Aber das ist ganz schön laut, oder? Hast du eine bessere Idee? Schieben wir! Na gut. So. Gut, passt. Alle Steine mit, die ich gerade kriegen kann. Kletter hoch, ich helfe dir. Ja. Oh, alter Schwede. Sorry, dass ich gerade zurück bin, aber ich muss gerade echt konzentrieren. Ah ja, ich könnte dir bitte. Gut, wir haben es geschafft. Wir können jetzt weg, oder? Wenn sie uns nicht erneut finden. Aber du hast deine Schleuder. Du kannst uns beschützen. So einfach ist das nicht, Hugo. Oh. Ja. Ich muss echt lernen, mehr zu schleichen. Oh Gott, wo muss ich denn hier raus? Hochklettern, du zuerst! Die sieht nicht sicher aus, Amicia. Ist mir egal, hoch wir mit dir! Keine Zeit.
Sie wird nicht halten. Nein, nein. Hab ich doch gesagt. Sie sind da. Hugo, wo willst du hin? Lass mich hier nicht zurück. Amicia, komm her. Da bist du ja. Ich hab was zum Raufklettern gefunden. Gut gemacht. Ich werde sie herunterholen. Pass auf. Was? Wo denn? Was denn? Hä? Was ist das für ein Kind? Hä? Bin ich hier richtig? Na los, komm schon. Ah, grünes, grünes Kind. Gut gemacht. Gutes ich hatte Kind. Solche Angst. Tut mir leid wegen der Leiter. Mein Fehler, du hattest recht. Wir müssen nach Hause. Das geht nicht, nicht ohne Laurentius. Alter, wo muss ich denn hier... Oh, Alter, ist das schade. Oh, du blödes Huhn. Versteck dich. Wo zum Teufel sind sie? Konrad, wir haben das Gebiet umstellt. Vor ein paar Minuten waren sie noch hier. Ihr beiden wollt das gesamte Gebiet umstellt haben? Schert euch fort. Ruft die anderen und sperrt die Straßen. Wenn ich die Belger erwische, werde ich sie Stück für Stück in die Hölle zurückschicken. Die kommen hier nicht lebend raus. Das glaube ich auch. Da kann ich auch nicht raus. Komm schon. Konrad hat nach dem Tod seines Kindes den Verstand verloren. Wir müssen Unschuldige verbrennen, Kinder jagen. Und währenddessen verbreitet sich die Pest im Dorf. Findest du es normal, dass ein Mädchen hier so, wie die Dinge stehen, einfach mit einem Kind herumläuft? Bestimmt kamen sie aus der Kirche. Was soll dieser Lärm? Okay, da ist aber auf jeden Fall was zu verstecken. Gut, da haben wir Töpfe zum Ablenken. Habe ich noch einen? Ja. Ja, schon wieder? Jetzt reicht's mir. Zeit, ihm auf den Grund zu gehen. Mach keine Dummheiten. Der hat es nicht merkt. Immer noch nichts. Tja, dann wieder zurück. Okay. Nein, nicht schon wieder. Huh? Hilfe! Was oh. Jetzt? Gute Frage. Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein! Schnell, bitte! Ich versuch's ja. Rein mit dir, du Kind. Hat er mich jetzt erwischt? Was? Wie kann der mich erwischen? Ah, weil ich gewartet habe, zu lange, weil ich geschlichen bin. Ich hätte hochgehen und rennen sollen. Okay, ob bitte, dass mich das ganze Ding nicht wieder machen. Nein, nicht schon wieder. Ja. Was jetzt? Ich brauche einen Vorlauf. Ich weiß nicht. Wir sitzen in der Falle. Oh nein. Schnell, bitte. Ich versuch's ja. Das hält sie nicht lange auf. Schnell, schnell. Sie wissen, wir sind hier. Nein, sie klemmt. Es gibt keinen Kopf. Hält die verdammte Tür auf. Da. Hugo, du musst da durchklettern. Mach mir auf. Na gut. Da ist ein Brett davor. Dann mach's weg. Kannst du es entfernen? Ich versuche es. Beeil dich. Schnell, Hugo, bitte. Hugo, er ist hier. Hugo, tu doch was. Hallo, Kind? Lauf. Oh. Ich kann nicht mehr, Amicia. Ist mir egal. Lauf. Wir müssen weiter. Nur noch ein kleines Stück. Ist mir egal. Lauf, du Kind. Lauf. Oh, hier. Eine Sackgasse. Wir sind erledigt. Was? Hier entlang. Habt keine Angst. Kommt rein. Ja, geh rein. Oh, Alter. Alter, das sind nur 10 Minuten jetzt gewesen, aber boah. Die Seuche besonders schlimm.
Wo sind sie? Wir sagen Konrad, wir haben sie verloren. Ich bleib nicht hier. Oh, vielen Dank. Hier seid ihr sicher. Hier werden sie niemals nach euch suchen. Danke. Ihr seid ja nass bis auf die Knochen. Oben habe ich frische Kleidung für euch. In einer Truhe im Schlafzimmer. Seid ihr sicher? Vielen Dank. Boah. Alter Schwede, wo sind wir hier? Schnüffeln wir erstmal ein bisschen rum. Gibt's nicht viel zu schnüffeln. Okay. Oh, Dankeschön. Alter, die halten uns für Gaukler. Kann das sein? Da ist die Truhe. Ein echt sehr schöner Schrank. Moment, ich muss mal gerade husten. So. So, was haben wir denn da? Weihrauch. Das riecht wie zu Hause. Mutter hat das auch verwendet. Ich habe etwas übersehen, sehe ich gerade. Alchemisten wissen bereits, was die Leute zu ahnen beginnen. Das Böse existiert nicht nur in den Körpern der Infizierten, es umgibt sie auch. Aus diesem Grund hat die Bevölkerung auch die Luft deren Gestank der krankheitserregenden Stoffe und damit auch der Pest selbst angekündigt. Für einen Auslöser der Seuche. Ich glaube, ich habe es gerade komisch gelesen. Um das große Böse abzuwehren, reinigen sie die Luft deshalb auch durch Verbrennen von Kräutern und riskieren dabei, dass ihr ganzes Viertel in Flammen aufgeht. Ich habe eins habe ich irgendwo übersehen. Okay, passiert. Kann ja bestimmt mal irgendwann nachträglich noch holen. So, was haben wir denn? Und bei dir? Wir müssen Mama finden, Amicia. Nein, noch nicht. Ja. Erst müssen wir zu Laurentius. Das ist dumm, sie werden uns fangen. Hugo, wir tun, was sie uns gesagt hat. Hörst du? Hugo, warte. Ah, du Balk. Ah, du Kind. Sie passen euch. Gut. Sie haben meinen Enkeln gehört. Oh, ich heiße Clervi. Ich bin Amicia. Und das ist Hugo. Bedank dich, Hugo. Vielen Dank. Clervi, was geht hier nur vor sich? Die Pest. Die Krankheit hat sich vor einigen Tagen hier ausgebreitet. Es ist entsetzlich. So viele sind gestorben. Wo sind eure Eltern? Zu Hause, sie warten auf uns. Nicht mehr. Wir suchen nach einem Doktor. Laurentius. Oh, Magister Laurentius. Ja, der Mann kam her und hat im Hospiz ausgeholfen. Die Mönche wissen vielleicht mehr, aber... Was? Sie wurden lange nicht mehr gesehen. Oh. Keiner nähert sich mehr der Kirche. Aus Angst. Wir haben keine Wahl. Wir müssen nachsehen. Ihr werdet dort umkommen. Aber niemand hört mehr auf die alte Clervi, also... Ich sehe, du trägst eine Schleuder. Du wirst sie brauchen. Aber so taugt sie nicht viel. Okay. Geh in den Hof. Dort findest du ein paar neue Lederstreifen. In der Werkstatt nebenan kannst du sie reparieren. Hab Dank für die Hilfe. Du kannst gern das Werkzeug bei der Werkstatt nehmen. Du bleibst hier, Kind, oder? Dann komme ich jetzt. Jetzt komme ich raus. Okay. Ach, hier, Leder. Gut, ich habe das Leder. Jetzt brauche ich nur noch Werkzeug. Da kann das Kind durch. Noch nicht durch. Okay, das wird dann wahrscheinlich, wenn wir dann mal wieder auf der Flucht sind, werden wir da durch können. Okay. Ah, Werkzeug. Werkzeug. Gut, dann an die Arbeit. Komm schon, ganz ruhig, konzentrier dich. Ah, ich... Aufwerten, Bänder. Während Amicia ihre Schleuder repariert, nutzt sie die Gelegenheit, um ein paar Materialien auszutauschen. Die verbessert die Geschwindigkeit ihrer Geschosse, sodass Kopftreffer nun tödlich sind. Dann werten wir den Spaß doch mal auf. Schon viel besser.
Mit dem richtigen Material könnte ich sie sogar noch weiter... Ah, jetzt kann ich wechseln. Bänder brauche ich... keine Ahnung, was ich dazu alles brauche. Nicht genug Material. Werkzeug, irgendwelche Seile. Das ist kein Leder, das sind das Stoffe. Und irgendein anderes Pulver. Okay. Ein Beutel. Dank einer besonderen Behandlung der Schnur liegt Amicia die Schleuder besser in der Hand, sodass sie schneller und effizienter einsetzen kann. Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Amicia tauscht die Munitionsfläche der Schleuder gegen ein größeres Stück Leder aus, was das Laden der Geschosse erleichtert. Okay. Amicia verstärkt die Dicke ihrer Tasche für Materialien und macht sie robuster. Amicia tauscht den Stoff ihrer Munitionstasche gegen Leder aus und vergrößert diese Kapazität. Amicia entfernt das Holz ihrer Schuhsohlen und wickelt ihre Unterschenkel in dicken Stoff ein, was ihre Bewegungsgeräusche erheblich dämpft. Aha. Gut, also werden wir ich noch sollte leiser. Mich bei Clavie bedanken. Und das kann ich dann auch hier. Und dann, gut. Wietchenchen. So, Ah. Und? Viel besser. Vielen Dank, Clavie. Vielen Dank für alles. Wo ist jetzt wieder das Kind? Ja, sie werden hier nicht lange überleben, wenn du mich fragst. Was zum Teufel tust du da? Leg den Hammer weg! Was bist du für ein Dummkopf? Ich bin kein Dummkopf! Sei still! Kinder, macht nicht so viel Lärm! Ich will zu Mama! Sei still! Du bringst uns doch um! Mama würde uns beschützen! Genug jetzt! Ich will zu Mama! Mama ist tot, Hugo! Du siehst sie nie wieder! Papa auch nicht! Amicia! Du lügst! Ach, Mann! Sie wurden beim Haus getötet, alle beide! Also sei still! Du lügst! Ich hasse dich! Oh, Kind! Bitte hört auf! Hugo, nein! Hugo, warte! Nicht rausgehen! Das ist doch verrückt! Hugo, komm zurück! Was ist das Balken? Dieses Kind! Was macht er denn? Nicht falsch verstehen, ich liebe Kinder, aber dieses Balk! Ich denke, du kannst nicht mehr! Hugo, bitte! Es tut mir leid! Warte! Warte mal, Volker beschütze Hugo. Oh Gott! Hugo! Ich hätte dich nicht anschreien sollen. Hör mir doch zu. Nein, lass mich los. Es tut mir leid. Oh nein. Wo ist das Kind? Monster, lass ihn in Ruhe. Da warst du also die ganze Zeit. Nein, warte, wir wollen hier nur weg. Ja, ihr werdet verschwinden und das für immer. Bitte, nein. Ich wollte das nicht. Hugo! Ich komme! Warte mal, ich brauche schnell Steine. Warte mal, hier waren welche. Da. Sorry, bin da. Ihr könnt. Ach so, zurückrennen. Steine. Ich hatte sie nicht unterwegs einfach welche aufsammelt. Bitte, er darf nicht tot sein. Er darf einfach nicht tot sein. Hugo! Wo ist das Kind? Das ist aber schön, dass man da die weißen. Hör mit der Zappelei auf! Wir warten auf dein... Du wirst mich nicht unter die Erde bringen! Ich werde mit dir anfangen! Komm her, du! Warum ihr hierher kommen, bitte! Ha? Warum? Das soll mich etwa umbringen? Gegen die Schießen ist zwecklos! Was? Du bist ganz schön flink! Endboss! Bosskampf! Einen. Was? Nur ein! Was? Komm ich hier wieder raus? Hallo? Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Was muss ich jetzt machen? Okay, der hat eine Schwachstelle.
kannst du? Du machst mir Angst. Ich habe ins Leben gekannt. Entschuldigung, ich muss gerade fluchen. Hä? Komm schon, Connor. Zeige ihm, wozu ich bin zu langsam. Warum? Da kann ich irgendwas anderes machen, ne? Du bist ganz schön hier. Ah, Rückenpartie. Nur einen Treffen. Nur ein. Oh. Upsi. Ich glaube, ich muss den am Rücken treffen. Kann das sein? Ah. Ich bin ein wenig eingerostet. Ist mir doch egal. Glaubst du, du machst mir Angst? Ich habe in zwei Kriegen... So eine bist du also. Gut, das wird mir helfen. Du bist... Ich werde dir zeigen, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu verlieren. Du entkommst mir nicht. Früher oder später. Ich habe keine Angst vor dem Tod. Scheiße! Ich habe genommen, was ich hatte. Er ist jetzt schneller. Ja, weiter. Nur der Tod kann mich aufhalten. Die süße Umarmung ist groß. Oh, ich habe keine Steine mehr. Hilfe. Das heißt, bringen wir es hinter uns. Okay, passt. Hi. Bring mich wieder zu meinem Sohn. Na los. Mach schon. Zeit zu mir. Scheiße. Entschuldigung. Ich hasse Bosskämpfe. Ja. Nochmal. Ich schieße auch nochmal. So ist es nicht. Oh. Alter Schwede, ich hasse Bosskämpfe. Oh Gott. Amicia. Hast du uns? Du hast ihn getötet. Alter, ich hasse Bosskämpfe. Alter Schwede. Bitte lass etwas Automatisches sein.